Was ist denn los? Das war ein Zitat von Ginny Weasley. Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Ginny Weasley zum dritten Mal, ja, beziehungsweise wir haben ja ein bisschen geschummelt, aber wir sind wieder bei Ein Buch, eine Folge. Und diesmal widmen wir uns Ginny im dritten Teil, nämlich Der Gefangene von Azkaban. Was ihr zweites Schuljahr ist, nicht vergessen, sie ist ja ein Jahr jünger als Harry. Genau. Weil ich habe am Anfang... öfter mal von ihrem dritten Schuljahr gesprochen, dummerweise, ne? Weil ich bin ja so ein Ochse. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, das stimmt gar nicht, weil die ist erst im zweiten. Ja. Und ja. Und es ist auch nicht die dritte Folge, weil wir haben ja Buch 1 und 2 zusammengefasst. Nee, ja. Es ist sehr verwirrend, ne? Ah, also Genie, sie stellt uns immer wieder neue Herausforderungen. Ja, nur OGs können unserem Tempo hier jetzt folgen, du. Ja. Okay. Das stellt sich jetzt heraus. Cool. Ja, Ginny musste in diesem Sommer ja wahrscheinlich viel heilen und verarbeiten, was im letzten Schuljahr alles passiert ist. Yes. Dazu könnt ihr natürlich auch in der letzten Folge nochmal reinhören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Molly sie jetzt noch mehr bemuttert, als es vorher schon war. Ja. Wahrscheinlich ist Ginny auch einfach ziemlich genervt davon, weil sie sich irgendwie gar nicht so richtig verkriechen kann und gar nicht so richtig die Zeit hat, ja, damit klarzukommen. Ja. Und sie sich wahrscheinlich deswegen auch immer viel in Ablenkungen stürzt, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht probiert sie ein paar neue Hobbys aus oder schleicht sich öfter noch in den Besenschuppen und klaut Besen zum Fliegen oder was auch immer. Aber hat sie denn so viel Zeit? Habe ich mir gedacht, sind die nicht in Ägypten? Genau, das auf jeden Fall auch noch. Weil dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja auch richtig kacke, wenn du gerade so eine traumatische Erfahrung gemacht hast. Und du ja eigentlich, wie du so schön gesagt hast, das Wort gefällt mir da sehr gut, eigentlich heilen musst, dann bist du einfach in einer komplett neuen Umgebung, in einem Urlaub. Die Weasleys haben ja jetzt nicht jedes Jahr schon Urlaub gemacht. Also ich glaube, die sind nicht so routiniert als ganze Familie. Ich glaube, es geht runter und drüber auf dieser Reise, könnte ich mir vorstellen. Nicht zuletzt, weil Fred und George wahrscheinlich Unruhe stiften und die ganze Zeit, weil die das mega witzig finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das alles andere als richtig hilfreich ist. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es hilfreich ist, weil die Weasleys sind, glaube ich, alle, vielleicht außer Percy, aber alle sehr familiär und ich glaube, Ginny zieht sehr viel Kraft daraus, Zeit mit ihren Brüdern zu verbringen und ich glaube auch, dass ihre Brüder ihren Charakter sehr formen, eben weil sie sich ja gegen die ganzen Jungs immer sehr durchsetzen muss und so und ich glaube, das hilft ihr voll in ihrer Entwicklung und ich glaube auch, dass wenn sie jetzt nur mit Molly wäre zum Beispiel, dass sie dann immer wieder da reingesogen wird. Oh Gott, du Arme. Und Gott, oh Gott, hier. Und brauchst du noch irgendwas? Ja. Und ich glaube, ihre Brüder behandeln sie einfach ganz normal. Und ich glaube, das ist das, was Ginny braucht. Und jetzt kann sie mal so richtig viel Zeit mit ihren Brüdern verbringen, die ja auch im letzten Jahr nicht so wirklich hundertprozentig für sie da waren, aber trotzdem ihr Halt geben, jetzt in dieser Zeit und auch vielleicht sind sie nicht diejenigen, an die man sich anlehnen kann, wenn man sie braucht, so wie sie es jetzt in ihrem ersten Schuljahr erfahren hat. Aber ich glaube, jetzt zu einem Zeitpunkt ist es genau das, was Ginny braucht, nämlich viel Action, viel Lachen, viel Quatsch, einfach Familienzusammenhalt, nicht so alleine sein und sich Gedanken machen, sondern einfach viel Trubel. Und das ist ja genau das Richtige in so einem Urlaub. Dann hoffen wir, dass das für Ginny so funktioniert hat, weil ich glaube, dass das nicht für jeden was ist. Also ich bin mir aber auch sicher, dass diese gluckige Art von Molly viel zu übertrieben ist. Wir wissen ja aus dem letzten Jahr, da war Ginny ja 11, da ist Molly noch mit Ginny an der Hand durch die Winkelgasse geschlendert. Also ich glaube auch, dass dieses letzte Schuljahr Ginny hat wahnsinnig reifen lassen. Ja, voll. Also anders als andere Schüler und Schülerinnen in ihrem Alter. Ich glaube, dass sie da einfach einen riesigen Sprung machen musste aufgrund dieser traumatischen Erfahrung. Und ich glaube, dass das jetzt nicht mehr so passt, die Art von Molly. Ja, jetzt lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was sie verarbeiten muss. Also ich finde es total bemerkenswert, weil ich empfinde das, was Ginny in ihrem letzten Schuljahr erlebt hat, also doch schon als sehr heftig. Ja, ich meine, sie hat schlimme Dinge getan, ohne sich wirklich daran zu erinnern. Ja. Sie war quasi von Voldemort besessen. Ja, so fremdgesteuert, ne? Genau. Also wenn du nicht
du musst ja auch erstmal dann verarbeiten, dass jemand anderes dich gesteuert hat, in deinem Kopf war, deine Gedanken beeinflusst hat. Und dann stellt sich auch noch heraus, das war Voldemort. Das wusste sie ja zu dem Zeitpunkt nicht, selbst wenn sie die Vermutung hatte, oh, irgendwas kontrolliert mich hier, hätte sie ja im Traum nicht daran gedacht, dass das was mit Voldemort zu tun hat. Und dann zu wissen, das war Voldemort, der sie da kontrolliert hat. Ja. Und dann hat sie irgendwie Tiere umgebracht, obwohl sie ja eigentlich total tierlieb ist. Und war quasi auch verantwortlich dafür, dass Mitschüler versteinert wurden. Und sie selber ist auch noch fast gestorben. Also, und das ist alles in ihrem ersten Schuljahr passiert. Das ist irgendwie heftiger, finde ich, als alles das, was Harry im ersten Schuljahr erlebt hat. Ja. Ja, das finde ich allerdings auch. Ja, auch das, ich sage das später, glaube ich, nochmal, aber ich kann das ja schon mal kurz vorwegnehmen. Harry denkt ja immer, dass er so der Einzige ist, dem es immer so schlecht geht und der so viel zu verarbeiten hat. Aber jetzt gerade im Vergleich zu Ginny, finde ich, hat Ginny auch ganz schön zu knabbern. Und da sind wirklich große Wunden, die da hinterlassen worden sind, von Voldemort ja direkt durch das Tagebuch und den Horcrux. Und dann denke ich mir so, na Harry, du bist nicht der Einzige. Und da finde ich, geht Ginny dann, ich meine, wir kriegen das nicht immer so mit, weil Ginny ja Harry jetzt auch nicht ihr ganzes Gefühlsleben da erklärt. Aber ich finde, dass man auch so nicht so viel davon mitbekommt. Und dass ich finde, dass Ginny doch sehr tapfer mit der ganzen Situation umgeht, ne? Ich finde das total krass. Ja, sie hat überhaupt gar keine auffälligen Nachwirkungen davon. Also sie wirkt nicht ängstlich oder besorgt, nicht mal irgendwie bedrückt. Nee. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie außerhalb ihrer Familie irgendeine Art von Unterstützung bekommen hat. Irgendwie eine Psychologin oder eine Therapie. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht in der Zaubererwelt. Wir sind in der Wizarding World. I don't know. Bitte. Und aber irgendwie, also sie hat ja nicht mal ein Trauma davon. Ja, also vielleicht schon, aber sie bekämpft es vielleicht auch gut mit sich selbst. Also vielleicht ist sie wahnsinnig intuitiv und weiß, was ist gut für mich. Es gibt so Menschen, die sind so intuitiv, die können gut auf sich und ihre innere Stimme hören. Und ich glaube, das ist auch das, was du schon gesagt hast, dass ihre Brüder ihren Charakter geformt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie oft auch Entscheidungen, gerade als einziges Mädchen in der Familie, Entscheidungen selber treffen musste und eben dadurch eine sehr gute Intuition hat, für was ist gut für sie. Und so mit, dass sie sich quasi selbst helfen konnte. Also sie brauchte nicht mal richtig Hilfe von außen, weil ich, wie du schon gesagt hast, ich glaube, Mollys Hilfe war zu viel und die Hilfe ihrer Brüder war nicht richtig. Arthurs Hilfe, weiß ich nicht, ob es überhaupt gab. Ohne jetzt Arthur dafür zu blamen oder so. Im Gegenteil, es passt, glaube ich, schon so. Aber ich glaube, Ginny ist einfach wahnsinnig stark. Ich meine, sie ist auch erst 12. Ja, aber ich finde es halt so krass, weil sie hat quasi so zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht so richtig Tagebuch geschrieben oder so. Es hätte ja auch sein können, dass sie dann irgendwie eine Angststörung gegenüber Tagebüchern entwickelt oder gegenüber Büchern oder sich nicht mehr traut irgendwie Tinte oder was. Ja, oder dass sie nicht mehr traut, sich alleine zu sein, weil sie sich nicht mehr selber vertraut, passiert mir das nochmal. Es könnte ja auch sein, dass sie total das Vertrauen in sich selbst verliert, weil sie denkt, oh, da sind so viele Sachen passiert, jemand konnte mich fremdsteuern, jemand konnte von außen Dinge mir ins Gehirn pflanzen und hat mich Sachen tun lassen, die ich niemals tun würde von allein. Da könnte sie ja auch einfach sagen, so, boah, ich kann nicht mehr alleine sein, aber ist ja im Gegenteil, sie bewegt sich ja auch in Hogwarts ganz frei. Wir ne? kriegen das überhaupt nicht mit, dass sie irgendeine Art von Nachwirkung davon hat. Es scheint irgendwie alles ganz normal zu sein, was ich ganz schön krass finde. Vielleicht war das aber auch so ein bisschen so ein JK-Ding, dass sie sich als damals nicht so richtig mit Konsequenzen von sowas auseinandergesetzt hat. So Psychologie vielleicht. Genau, weil Ginny jetzt vielleicht auch nicht zu dem Zeitpunkt so der Riesencharakter war. Jetzt merken wir es natürlich auch jetzt in dieser Folge gerade, weil Ginny spielt in diesem Jahr eine sehr, sehr kleine Rolle nur. Ja. Dass sie sich da einfach selber nicht so mit auseinandergesetzt hat. Vielleicht kriegen wir es auch nicht so richtig mit, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gerade am Anfang, zu Beginn des Sommers, viele von diesen traumlosen Schlaftränken da bekommen hat, die Harry im vierten Band ja auch bekommt, weil sie mit Sicherheit viele Albträume hatte. Also das, da würde ich jetzt auch keine Diskussion eingehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Ja. Und aber sie ja vielleicht auch dadurch irgendwie gelernt hat, ihrem Schlaf dann auch wieder zu vertrauen. Ne? Dass du dann sagst, okay, davon hast du jetzt nicht eine Angst, wenn du jetzt irgendwie Angst hast einzuschlafen, weil du weißt, es kommt jedes Mal ein Albtraum, entwickelst du wahrscheinlich auch am Tag dann irgendwie andere Angststörungen, als wenn du halt einfach einen guten Schlaf hattest nachts. Deswegen glaube ich, sind das schon so Kleinigkeiten, die ihr dann schon auch geholfen haben. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, ich meine, die Weasleys sind sehr eng
Witzig fand ich auch immer, eine Freundin von mir hat auch sehr viele Geschwister und die haben auch immer Schlafzimmer so getauscht. Also mal hat der da geschlafen, mal haben die da zusammen geschlafen, mal der da und dann haben die immer so ein bisschen rotiert. Mal gucken, wo so ein Bett frei ist. Und vielleicht war das ja dann ja so auch bei Ginny, dass gerade wenn dann auch irgendwie alle wieder zu Hause sind, dass sie dann mal sagt, okay, heute penne ich mal hier bei Fred und George und morgen bin ich irgendwie bei Ron oder so oder mal eine Nacht bei Molly, weiß man ja nicht. Ja. Ja, aber das ist tatsächlich sehr heilend, weil ich habe mit meiner Schwester, wir haben auch immer beim anderen übernachtet. Genau. Gerade auch vor lange noch, so, keine Ahnung, da war ich schon richtig Teenager und war auf Partys. Wenn ich, wenn einer von uns schlecht geträumt hat, dann ist er einfach zum anderen rüber. Also dafür sind Geschwister mega gut. Das kenne ich aus WG-Zeiten sogar noch aus dem Studium, wenn es dem einen nicht gut ging oder wenn man irgendwie eine scheiß Nacht hatte oder zum Beispiel hatte meine Mitbewohnerin mal einen Sonnenstich, dann kam die auch bei mir rüber und meinte, oh, kann ich heute bei dir schlafen? Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, weil mir geht's nicht gut und so. Und dann hat die halt einfach bei mir übernachtet. Das haben wir öfter mal gemacht, so Sleepover-mäßig. Ja, genau. Ja, das ist schon. Ja, jetzt haben wir ja Marius und Basti, die können das. Die passen auf uns auf. Total. Ist ja nicht so, als wenn Basti schläft, dass er noch nichts mehr mitkriegt, aber. Ja. Naja. Bei der Reise nach Ägypten zu Bill besichtigen sie ja dann auch die Pyramiden, ist ja ganz klar. Und da kommt es ja zu dieser Situation, dass Fred und George ihre kleine Schwester erschrecken wollen und in der Pyramide einsperren wollen. Was ist das denn für ein Streich? Also es geht ein bisschen zu weit. Ich hoffe, das war nur so eine Androhung. Wir sperren dich hier gleich ein, weil ich meine, Molly geht dazwischen, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, bei den beiden weiß man nie, ob es Spaß oder Ernst ist. Ich hoffe, es war einfach Spaß. Aber ich glaube, sie haben Ginny auch im Vorhinein viele Horrorgeschichten von Mumien und so erzählt, sodass Ginny sich gruselt. Weil ich glaube, Fred und George haben diese Art von Humor, auch so Gruselsachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jeder gut findet. Nee. Und vielleicht in Anbetracht der Dinge, was auch Ginny passiert ist, sie wurde in eine Kammer verschleppt, wo sie nicht raus konnte und so. Ich weiß ja nicht, es ist vielleicht wirklich nicht das beste Thema für Ginny gerade. Naja. Also ich meine, vielleicht interpretiert man dann aber auch immer zu viel rein, weil Molly ist da ja auch wirklich wieder sehr klammernd, weil sie da dann zum Beispiel nicht erlaubt, dass Ginny in diese Gruften mit rein darf, sondern die muss dann draußen warten, während alle anderen sich irgendwelche Gruften in den Pyramiden angucken, weil sie Angst hat, dass Ginny etwas passieren könnte. Das finde ich ein bisschen absurd, weil die Eltern sind ja dabei. Also im Zweifel passiert dir weniger, wenn du mit deinen Eltern bist, als wenn du draußen alleine wartest. Ich weiß ja nicht. Oder allen passiert das Gleiche. Ja, genau. Ja, ist ja wahrscheinlich, dass es, wenn es einen in der Pyramide trifft, alle trifft. Ja, genau. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem 12-jährigen Mädchen vor der Pyramide was passiert, während alle anderen da drin sind, ja auch. Deswegen, es ist sehr strange. Aber vielleicht hatte Molly auch ein bisschen Angst und hat dann gesagt, komm Ginny, wir bleiben lieber draußen und die anderen machen das. Ja. Oder vielleicht hatte Ginny aber doch auch Angst. Vielleicht ist das ja tatsächlich eine Angst, die sie entwickelt hat, so ein bisschen was Klaustrophobisches oder so. Und Molly hat das eben gespürt und sie dann quasi davor bewahrt, über ihren Schatten springen zu müssen, um ihre Brüder zu begleiten. Und hat das halt die Situation quasi von vornherein entschärft. Wir wissen es nicht so genau. Ja. Aber ich glaube schon, dass es gerade auch Bill ist, der Ginny ganz, ganz viel gegeben hat in der Zeit, weil. Ja, das stimmt. Ich hatte immer über die ganzen Bücher hinweg den Eindruck, dass Ginny Bill besonders mag, weil sie ihn ja auch später öfter in Schutz nimmt und so. Und ich glaube, er ist so ihr großes Vorbild. Und dass sie ihn jetzt so selten sieht, ist, glaube ich, für Ginny sowieso nicht so cool. Und deswegen, glaube ich, gibt er ihr schon sehr, sehr viel Kraft und auch, ich glaube, auch viel Mut in dieser Zeit. Aber ich glaube, Bill ist auch so von den ganzen Brüdern auch der einfühlsamste, wenn du dir überlegst. Ich glaube, Charlie ist eher Ron? So ein bisschen tough und rough. Und Ron, bitte, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Fred und George, ich weiß nicht, wie ernst die tatsächlich sein können. Ja. Tendenziell ja wahrscheinlich eher nicht so, und außer Percy es geht um ist den zu anderen dramatisch. Zwilling. Komm, Percy ist da ganz raus. Ja. Deshalb glaube ich, dass Bill wahrscheinlich der ist, der noch so am meisten Feingefühl hat und dem man sich wirklich mal so das Herz so ausschütten kann und er das auch ernst nimmt. Ja, und ich glaube auch, dass er Molly manchmal so ein bisschen zurückhalten kann, wenn sie übertreibt. Ja, das könnte gut sein, ja. Wenn wir jetzt über Bill reden, muss ich auch sagen, ich glaube, ich finde ihn den coolsten. Also in meinem Kopf ist es einfach der coolste Weasley ever. Und das sagt Harry ja auch so. Ist auch vielleicht Husband Material. Ja. Zum Ende der Sommerferien reisen die Weasleys dann ja noch in den tropfenden Kessel. Da ist ja auch Harry nach seiner Flucht von den Dursleys. Und ich glaube, das findet Ginny auch
ziemlich gut, yes, weil sie ja nach wie vor in Harry verschossen ist. Und das ist eine sehr schöne Gelegenheit für sie, wieder Harry ein bisschen näher zu kommen. Beziehungsweise, das macht sie ja nicht wirklich, aber einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Und natürlich ist sie jetzt noch verlegener als vorher. Wir wissen ja, sie war super schüchtern und ist immer tollpatschig und rot geworden in seiner Nähe. Aber mhm, nach all dem, was letztes Jahr passiert ist, ist es auch irgendwie gar nicht so verwunderlich, dass sie jetzt wirklich noch verlegener ist. Immerhin hat der mhm, berühmte Harry Potter ihr das Leben gerettet. Ja, ich habe mir auch noch überlegt, ob sie vielleicht hin und wieder im Sommer, wenn sie so mit Ron vielleicht mal eine Minute hatte, doch mal nach Harry auch gefragt hat, mhm, könnte ich mir vorstellen, so dass ihr jetzt vielleicht bewusst wird, wenn sie Harry sieht, ach, jetzt habe ich Ron da so gefragt, meinst du Ron, also dass sie dann denkt, so, oh, hat Ron vielleicht Harry wieder erzählt, dass ich nach ihm gefragt habe und so, dass ich glaube, das sind so Gedankengänge, dass, ja, wo man so unnötig dramatisch denkt als junger Teenager, mhm, und wenn sie ihn jetzt so sieht, dann nochmal sich so ertappt fühlt quasi, ja, und deshalb nochmal extra rot wird. Ich meine, das weiß Harry natürlich nicht, aber es fällt ihm wohl offensichtlich auf. Ja, und sie murmelt auch nur, hallo, also sie ist da. Sie guckt ihn auch nicht mal sehr schüchtern an. Ja, richtig. Also es ist ein bisschen awkward, ehrlich gesagt. Ja. Und als das Gespräch mit allen anderen, wo sie ja gar nicht teilnimmt, sondern nur dabei ist, darauf kommt, dass die Zwillinge auch nicht Vertrauensschüler geworden sind. Und Molly das ja gar nicht so gut findet, da sagen Fred und George ja sowas wie, ja, und wenn wir Vertrauensschüler wären, dann hätten wir gar keinen Spaß mehr am Leben. Und da muss aber Ginny glucksen, das findet sie dann doch ein bisschen lustig, weil sie kennt ihre Brüder ja auch. Und ja, ich glaube, Ginny kann ihre Brüder sehr gut einschätzen und würde wahrscheinlich auch dafür plädieren, dass sie nicht Vertrauensschüler werden. Ja, und ich glaube auch, dass sie einfach allgemein einen besseren Draht zu Fred und George hat als zu Percy, ist ja klar. Ja, total. Weil wenn die Zwillinge Percy so ein bisschen verarschen, dann lacht sie ja eigentlich eh immer mit und ist ja jetzt auch nicht diejenige, die Percy da irgendwie groß in Schutz nimmt oder so. Nee. Ich glaube auch allgemein, dass es ihr ganz gut tut, als Hermine auch dazu stößt, weil sie dann auch so ein bisschen weibliche Unterstützung bekommt. Nicht nur immer ihre Mutter, sondern halt auch vielleicht mal eine Freundin, weil ich glaube schon, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt Hermine und Ginny sich jetzt auch anfreunden. Vorher war es halt so ein kleine Schwester von meinem Freund, genau. Ja. Aber ich glaube schon, dass die jetzt auch deutlich mehr Zeit verbringen. Vielleicht teilen die sich ja auch sogar ein Zimmer, habe ich überlegt. Ja, das könnte natürlich sein, ne? Süß fand ich ja irgendwie diese Geschichte, dass Mrs. Weasley und die beiden zusammensitzen an einem Abend und dann irgendwie über diese Geschichte giggeln, die Molly erzählt, dass sie mal so einen Liebestrank gebraut hat. Das finde ich irgendwie ganz süß. Ja, ich finde das auch passend. So ein bisschen weibliche Verschwörung so gegen die ganzen, ja, Weasley-Boys, genau, und Harry. Ich find's cool. Ja, das ist auch so wieder so das, was ich so mag aus solchen Situationen. Das zeigt halt so ein bisschen Alltag und nicht nur diesen Action und Harrys Gedanken, sondern es ist einfach auch so, als ob man dabei wäre, ne, am Frühstückstisch, wenn sie dann da so quatschen. Ja, und es ist halt so familiär irgendwie, weil alle gehören dazu, auch Hermine, auch Harry, alle werden genau, integriert und das ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre dadurch. Genau, und das liebe ich. Solche Momente, für solche Momente lese und bespreche ich Harry Potter mit dir. Perfekt. Muss ich einfach sagen. Ich habe mir auch überlegt, dass es für Ginny vielleicht nochmal ein kleiner Rückschlag ist, weil ja die Nachricht umgeht, dass der mutmaßliche Massenmörder Sirius Black auf freiem Fuß ist, mhm, und aus Azkaban entkommen ist. Da dachte ich mir so, naja gut, ich meine, das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun mit dem Trauma, was Ginny da verarbeiten muss. Es ist natürlich wieder eine sehr angespannte Stimmung eigentlich, ja, gerade weil Bedrohung, ja auch Molly und Arthur ja durchaus alarmiert sind, wie wir, ja, wissen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch so ein bisschen von dieser Alarmbereitschaft auf Ginny übergeht. Vielleicht auch ganz unbewusst. Mhm, bestimmt. Ja, auch in diesem Jahr wird Ginny wieder mit Secondhand-Klamotten ausgestattet. Aber ich glaube, dass es ihr anders als im ersten Jahr nicht mehr so viel ausmacht, weil sie höchstwahrscheinlich, ja, ihre Familie und alles, was sie hat, viel mehr zu schätzen gelernt hat durch ihre Erfahrungen im letzten Schuljahr. Was ja auch wieder beweist, und das hattest du ja auch schon gesagt, dass sie ja auch einfach ja sehr schnell gereift ist. Genau. Deshalb glaube ich auch, dass Ginny sich freut, nach Hogwarts zurückzukommen. Ich hatte am, ja, Anfang ein bisschen gedacht, naja, vielleicht ist es schwierig, aber ich glaube, unterm Strich ist sie so stark, dass sie sich all diesen Ängsten, die vielleicht mit so einer Rückkehr verbunden sein könnten für Ginny, sich einfach stellt.
Sie hat sich ja vor ihrem Schuljahr, vor ihrem ersten Schuljahr so doll auf Hogwarts gefreut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Vorfreude und dieses ich will auch dazu gehören jetzt einfach abgeebbt ist. Ja, da ist sie, glaube ich, nicht so der Typ für, sondern dass die Euphorie dabei geblieben ist und dass sie sich jetzt sehr freut und dass eben, wie du schon gesagt hast, dass diese Secondhand-Sachen einfach für sie keine Rolle mehr spielen, sondern sie jetzt andere Werte mehr bevorzugt. Ja, und ich glaube auch, dass sie nicht Angst hat vor Hogwarts, trotz allem, was da passiert ist, sondern dass sie aber so ein kleines mulmiges Gefühl hat, weil ihre Mitschüler wissen zwar nicht, dass sie verantwortlich war für die Angriffe, aber sie stand ja nichtsdestotrotz im Fokus, weil alle mitbekommen haben, dass sie in die Kammer verschleppt wurde. Und das kann natürlich trotzdem sehr unangenehm sein, vor allem wenn man dann Fragen bekommt. Und ich glaube schon, dass sie ähnlich nervös ist wie vor ihrem allerersten Schultag, aber nicht auf eine Art und Weise von, oh Gott, nicht, dass mir wieder was Schreckliches passiert. Sondern eher so ein bisschen so sozial, wie reagieren die anderen auf mich, kann ich mich normal verhalten? Und sie hatte ja auch ein schwieriges Schuljahr mental, sage ich mal, mit ihrer eigenen Psyche im vergangenen Schuljahr, sodass sie sich ja vielleicht auf Freundschaften so gar nicht so richtig konzentrieren konnte. Und jetzt hat sie nochmal die Chance auf so einen Neuanfang. Ne? Ich habe mir nämlich auch gedacht, wir kriegen ja in diesem Schuljahr sehr wenig von Ginny mit. Vielleicht liegt es ja genau daran, dass sie eben jetzt sozial motiviert ist und sich denkt so, wo sind meine Freunde, wer ist bei mir im Schlafsaal, dass sie halt eher nicht mehr den Fokus darauf hat, so, ich meine, im ersten Schuljahr hatte sie den Fokus sowieso auf was anderem durch das Tagebuch, aber dass sie sich jetzt denkt, so, ich muss jetzt mir hier eine Base schaffen und deshalb kriegen wir sie nicht so mit, weil es nichts bringt, mit Rons Freunden abzuhängen. Ja. Trotzdem finde ich es aber ganz süß, weil Harry und Ginny ja auch schon so kleine erste Momente miteinander haben. Das passiert nämlich noch am Gleis, als Percy Penelope sieht. Da wird er auch rosa, haha, das kennt Jenny ja gut. Und Ginny und Harry schauen sich dann so an und müssen sich das Lachen verkneifen. Also das ist hier so ein anderes Bonding, als es auf jeden Fall letztes Jahr noch war. Letztes Jahr war Ginny ja so eher Groupie-mäßig. Ich glaube, das hat sie so ein bisschen zurückgefahren. Aber trotzdem ist es natürlich noch ganz offensichtlich, dass sie noch sehr verschossen ist in Harry. Aber es ist jetzt hier schon mal eine andere Ebene als letztes Jahr. Das stimmt. Das ist wie so ein kleiner Insider quasi. Ja, ist ja auch lustig, musste auch schmunzeln. Ja. Im Zug ist es ja so, dass Ginny auch immer noch bei dem Trio ist. Sie hat sich da so ein bisschen dran geheftet, finde ich jetzt aber irgendwie ganz unspektakulär, glaube ich, hätte ich in der Situation auch so gemacht. Harry erklärt dann, dass er jetzt mit seinen beiden Freunden alleine reden muss und das stört Ginny wohl. Und da sagt Ron richtig unhöflich einfach nur so, hau ab zu Ginny, wo ich mir denke, ist die ein Hund? Das ist voll pampig. Kannst du nicht einfach sagen, Ginny, kannst du bitte gehen, weil wir wollen hier zu dritt sein? Also tut mir leid, was ist mit Ron los? Das ist halt so ein bisschen Geschwisterpump irgendwie, aber aber klar, komm, das würde ich auch nicht machen. Es war sehr unschmeichelhaft. Ja, total. Und Ginny ist auch beleidigt. Unhöflich. Die marschiert dann ja so richtig angefressen weg, was sie auch verstehen kann, weil es war wirklich nicht so nett von Ron. Nee, also da kann man ruhig mal eingeschnappt sein, aber nicht, dass Ron das registrieren würde als, ich glaube, ich habe mich im Ton vergriffen. Ne? Also, andererseits, ich meine, du erzählst immer so von dir und deiner Schwester und von deinem Bruder, als ob du immer mit einem richtigen Ton mit deinen Geschwistern redest. Nee, ganz sicher nicht, aber hau ab, einfach so aus dem Nichts heraus und habe vorher kaum mit meinen Geschwistern geredet. Sicherlich nicht. Ja, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, oh du Amber, ich muss dir da noch was Wichtiges erzählen, dann würdest du sagen, kannst du bitte gehen, Ine? Ach, das würde ich vielleicht auch nicht sagen, ich würde wahrscheinlich eher sagen so. Time to go, Schwesterherz. Ja, also zu meinem Bruder hätte ich, also früher, als mein Bruder ist ja jetzt auch schon lange erwachsen, interessanterweise, kann ich immer nie glauben, aber früher, der war, also kleine Geschwister sind halt so, weißt du, die kommen dann einfach in den Raum rein, dass ich da dann gesagt habe, hau ab, ne, dass der einfach geht, das kann ich mir gut vorstellen, aber so aus dem Nichts heraus, ohne dass es irgendwie eine Situation gab, wo das diese Unhöflichkeit erforderlich war, ne, da auf keinen Fall. Und heute tatsächlich echt gar nicht mehr. Also das fände ich sehr unangenehm vor mir selbst. Ja, das stimmt. Aber sie kommt ja auch wieder zurück ins Abteil, nämlich als die Dementoren in den Zug eindringen. Und da ist es stockdunkel, die Lichter sind aus und sie sucht dann nach Ron und kommt ins Abteil und setzt sich dabei fast auf Harry. Ja. Und kurz nach ihr kommt dann ja auch der Dementor in das Abteil. Und da zittert sie am ganzen Körper. Also es nimmt sie ordentlich mit und sie ist natürlich dann auch dabei, als Harry ohnmächtig wird und sie wird ebenfalls ganz blass. Und ich hatte ja schon mal die Theorie, dass die Dementoren für sie ja auch
sehr anfällig sind, genauso wie für Neville auch, weil die drei schon mehr Schlimmes erlebt haben als die anderen. Also deren Seelen sind irgendwie angeknackster als die von Hermine zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie sitzt dann sogar zusammengekauert in der Ecke und sieht fast so schlecht aus wie Harry und schluchzt ja auch leise. Und das zeigt ja schon, dass sie deutlich angegriffener ist davon als die anderen, die jetzt vielleicht nur überrascht davon sind oder die einfach nur gefroren haben oder die sich einfach unwohl gefühlt haben oder so. Genau. Hermine ist es ja dann auch, die tröstend einen Arm um Ginny legt und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für Ginny. Aber dennoch finde ich Ginny sehr stark, weil sie auch nicht in Panik verfällt. Ich meine, sie ist erst 12. Das stimmt, ja. Sie kennt Dementoren nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie weiß, was das ist. Aber noch nie so am eigenen Leib erfahren, ne? Genau, sie ist ja unter Zauberern aufgewachsen und durch Arthur wird ihr Azkaban auch ein Begriff sein. Aber ich denke, durch das, was sie im Jahr davor durchgemacht hat, dass man da durchaus schon hätte noch stärker reagieren können. Also sie lässt sich ja dann von Hermine auch trösten. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, ich glaube auch allgemein, dass sie auch niemand ist, der viel über Emotionen und Gefühle spricht. Mhm. Ja. Die ist ja jetzt nicht so eine gefühlsduselige, wenn man sie jetzt vor allem mit Cho ja auch später vergleicht, sondern ich glaube, dass sie viel mit sich selbst ausmacht und sie ist jetzt keine, die da sitzt und sagt, oh Gott, was ist nur passiert und ich habe mich so und so gefühlt und so, sondern sie nimmt den Zustand wahr, wie er ist und ich glaube schon, dass es ihr Trost spendet, dass jemand da ist, dass Hermine sie da in den Arm nimmt und das ist auch das, was sie braucht, aber sie hat nicht so dieses Mitteilungsbedürfnis, dass sie jetzt darüber sprechen muss, was jetzt genau geschehen ist. Das denke ich auch. Aber das stützt ja eigentlich die These, dass sie so ein intuitiver Mensch ist und weiß, was gut für sie ist. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie unterschwellig dann will, dass man selber drauf kommt, was sie braucht oder so. Sondern ich glaube, wenn sie es wirklich brauchen würde, würde sie danach fragen. Aber so ist sie einfach froh, dass Hermine da ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und sie verarbeitet das, glaube ich, auch schnell. Ja, genau. Sie hat keine Nachwirkungen. Ja. So wie Harry zum Beispiel, der nagt ja an diesem Dementor-Angriff da ja ziemlich lang. Und ich glaube, das ist bei Ginny anders. Ja. Ja, ich denke sowieso, dass sie abgesehen von den Dementoren in Hogwarts, dass sie dann sehr viel entspannteres und schöneres Schuljahr hat als das letzte. Sie kann wahrscheinlich auch ein bisschen auftauen und Spaß haben und eben Freunde kennenlernen und auch Freundschaften stärken, die vielleicht vorher so ein bisschen oberflächlich nur waren. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass sie vielleicht dieses Schuljahr auch richtig Zeit hat, Quidditch zu genießen, ne? Das anzuschauen und hat ja durch Harry vielleicht und Ron so ja auch ein bisschen mehr Insider. Ach ja, und Fred und George sowieso. Ja. Ich glaube, dass sie sich da so ein bisschen mehr fallen lassen kann, weil wir ja wissen, dass sie durchaus interessiert ist an dem Sport und ich glaube, dass das so eine Art, ja so eine kleine Flucht vielleicht sein kann aus dem Alltag und auch ein bisschen Leichtigkeit mit sich bringt, so einen Sport. Und ich glaube, das tut ihr sehr gut. Ja. Ja, ich glaube, das einzige Problem, was vielleicht noch so vorherrscht, ist, dass auch das, was du schon gesagt hast, Sirius Black ist es ja inzwischen nicht mehr nur ausgebrochen, sondern er treibt sich ja in und um Hogwarts herum. Und er versucht ja auch in den Schlafsaal der Gryffindor-Jungs zu kommen. Da schlafen ja immerhin ihre Brüder und auch ihr Crush. Mhm. Er macht ja das Porträt der fetten Dame dann ja kaputt, um einzudringen. Und da ist Ginny ja auch direkt am Start und sieht dieses kaputte Bild. Und das ist ja auch unser Anfangszitat. Und ich denke schon, dass ihr sehr unwohl ist bei dem Gedanken, dass ein vermeintlicher Massenmörder sich in Hogwarts umtreibt. Und offensichtlich ja auch hinter Harry oder Ron, der wird ja sogar kurze Zeit später nochmal angegriffen, her ist. Ich glaube schon, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen macht um die beiden Jungs. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass vielleicht die Anwesenheit der Dementoren für sie die ganze Zeit nicht so eine große Rolle spielt. Aber jetzt, wo Sirius Black ja dann doch so nah sehr nah ist, ihr dann wieder auffällt. Ach Moment, das ist ja, ne, also dass dann wieder so ein bisschen was über ihr hereinbricht und nochmal so ein Kapitel aufmacht, wo sie eigentlich dachte, okay, eigentlich bin ich darüber hinweg. Also ich glaube, dass das nochmal kleine Wunden aufreißt, aber wir wissen ja, dass sie mit solchen Situationen eigentlich immer relativ gut umgehen kann, auch wenn es sehr hart ist. Im besten Fall ist es ja auch so, dass sie jetzt in ihrem Schlafsaal Freunde gefunden hat oder Freundinnen, die auf die sie sich dann verlassen kann. Das wäre natürlich der Optimalfall. Ja, große Sorgen macht sie sich auf jeden Fall auch, als Harry beim Quidditch-Spiel vom Besen stürzt und in den Krankenflügel muss. Ja. Sie taucht ja bei ihm auf mit einer selbst gebastelten Genesungskarte und ist natürlich wieder puterrot angelaufen. Die Karte fängt übrigens an zu singen, wenn man sie aufklappt und das ist ja schon krasse Magie. Ich weiß nicht, ob sie das selber gemacht hat. Ja, vor allem mit schriller
Stimme. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so eine Muggelkarte ist, weil es gibt ja diese Karten, die du so aufklappst und dann singen die. Ach so, nein, nein, nein. Das ist bestimmt selbst verzaubert. Ob sie das selber gezaubert hat oder ob sie die irgendwo erworben hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber Harry muss diese Karte unter eine schwere Obstschale legen, damit sie überhaupt zum Schweigen kommt, weil einfach zuklappen reicht anscheinend nicht. Die ist sehr aufdringlich, die Karte. Ja, so ein bisschen wie so ein Heuler, habe ich mir gedacht. Ja, vielleicht. Stimmt. So ein bisschen nur nicht ein so böse, sondern einfach nur nervig. Ja, und wenn sie es selber gemacht hat, vielleicht sollte das eigentlich eine schöne Singstimme vortragen, aber weil ihre Magie noch nicht ausgereift genug ist, ist es jetzt einfach nur schrill und schrecklich. Ja. Weißt du? Auf jeden Fall super peinlich und unangenehm und auch aufdringlich. Ja. Also sie ist nach wie vor immer noch so ein kleiner Stalker. Wir hatten das ja auch schon in ihrer Folge gesagt, dass Harry ja eigentlich gar nicht so auf dieses Groupie-Girly-mäßige steht und dass er das ja eigentlich ganz schrecklich findet, dieses Gekreische und komische Gehabe ihm gegenüber. Aber genau das macht sie ja. Nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr, aber nach wie vor macht sie es noch und damit macht sie sich ja nicht unbedingt attraktiver für Harry. Also ich glaube, sie haben sich vielleicht so ein bisschen angenähert auf eine freundschaftliche Art und Weise. Ja, aber auch noch nicht, genau, noch nicht romantisch. Nein, romantisch sowieso nicht und ich glaube auch nicht freundschaftlich unbedingt, sondern nur angenähert in Richtung Freundschaft, aber es ist noch lange keine Freundschaft. Ja, so im Sinne von, ja, das ist halt die verrückte Schwester von meinem besten Freund. Ja. Also, ich glaube, sie sind noch nicht sehr weit in ihrer Beziehung. Und ich frage mich auch, hat Ginny jetzt ernsthaft gedacht, dass Harry diese Karte gefällt? Also, sie hätte ihm doch einfach eine normale Karte schenken können. Das hätte doch voll gereicht. Aber immer, es ist immer so ein bisschen drüber. Ein klitzekleines bisschen. Aber ich finde es cool, weil ich meine, das zeigt halt auch irgendwie, dass sie ein bisschen Selbstvertrauen hat. Ne? Die macht halt einfach. Also ich glaube, dass Cho oder auch Lavender vorher so super nervig gewesen sind und sie macht einfach. Ja, und vor allem, ich glaube schon, dass wir hier unterschätzen, was sie für Magie da angewandt hat. Und auch, dass Harry das nicht realisiert. Und ich glaube, sie hat wahrscheinlich 3 Milliarden Versuche gebraucht, bis eine Karte überhaupt mal angefangen hat, einen Ton von sich zu geben. Richtig. Und ich glaube schon, dass sie da super viel Zeit investiert hat und auch viel geübt hat und Bücher gewälzt hat und was nicht alles. Und dass man das vielleicht gar nicht so zu schätzen weiß, weil es ja doch recht lächerlich ist. Aber eigentlich ist es voll der Act. Das ist so witzig. Das denke ich nämlich auch. Und ich finde es cool, weil das nochmal, ich finde, das ist ja auch sehr altersgerecht, ne? Also 12-jährige Muggel würden ja vielleicht dann was malen, ein Herz, und dann würden die da vielleicht irgendwie so einen kleinen 3D-Effekt oder irgendwie Origami oder so machen, so als Genesungsgedöns. Und ich, so ist es halt was Magisches, ist total passend. Und dass das ein Herz von einem 12-Jährigen, wenn der nicht super talentiert ist, ist ja auch nicht das Gleiche, wie wenn das jemand macht, der da richtig gut drin ist, der da Übung drin hat. Deshalb finde ich das total passend und angemessen, dass das jetzt nicht so eine Opernstimme ist, die da singt, gute Besserung. Das war jetzt auch nicht unbedingt opernmäßig, sondern wahrscheinlich genauso nervig. Vielleicht war das die Karte. Ja. Ich kann verstehen, dass Harry nicht wollte, dass sie los singt. Ja. Ich habe mir dann noch überlegt, Ginny ist ja sportlich interessiert, dass sie sehr begeistert darüber ist, dass Harry nun einen Feuerblitz besitzt und ist bestimmt auch ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt erstmal gecheckt werden muss auf dunkle Magie oder so. Ich denke auch, dass sie nicht die Skepsis von Hermine teilt, ne? Weil Hermine sagt ja, oh, das ist nicht so toll, sondern ich glaube, Ginny findet es einfach von Anfang an mega cool, dass gerade dass Harry jetzt so einen Feuerblitz hat, weil Harry natürlich ihr Crush ist und der hat jetzt was Cooles. Ja, voll. Noch ein Grund mehr, ihn anzuhimmeln. Ja. Bei der ganzen Kretzel-Problematik ist Ginny natürlich auch für Ron da. Denn wir wissen ja, sie liebt Tiere. Vor allem als Fred und George dann behaupten, Kretzel hätte im besten Fall eh nichts gespürt, wenn Krumbein ihn in einem Happen gegessen hat. Da ermahnt sie Fred ja auch, weil sie das wahrscheinlich ein bisschen taktlos findet und einfach so ein bisschen Rücksicht auf Ron nehmen will. Und das finde ich doch schon sehr erwachsen und reif auch von ihr. Total. Sehe ich 100% genauso. Und ich habe mir noch überlegt, das ist ja jetzt auch so genau dieser Zeitpunkt, wo sich auch Ron und Hermine so ein bisschen entzweien, weil die ja ständig streiten wegen Krumbein und Kretze. Und ich glaube auch, dass diese Tatsache dazu führt, dass Hermine mehr Zeit mit Ginny verbringt und sie sich ja Ginny vielleicht auch mehr anvertraut, weil an wen soll Hermine sich denn sonst gewandt haben? Also Parvati und Lavender sind jetzt nicht so ihre erste Wahl, denke ich. Und so wirklich viele Freunde hat Hermine ja tatsächlich nicht in Hogwarts. Nein. Deswegen glaube ich schon, dass Ginny hier so ihre erste Anlaufstelle ist. Und ja, sie erzählt Ginny ja vielleicht auch, was sie so empfindet und wie es ihr so geht. Mhm. Und
So wie Ginny sich Hermine ja vielleicht auch anvertraut, denn wir wissen ja, dass die beiden später vor allem auch dicke sind. Und es könnte so ein bisschen der erste Grundstein dafür sein. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen passend, dass es gerade aus dieser Situation dann auch entsteht. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, ich habe das ähnlich gesehen wie du und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ginny vielleicht auch dieses Jahr aktiv versucht, nicht so viel Zeit mit Harry und Ron zu verbringen, weil sie ja weiß, dass auch Harry da so eine Mission hat und ich denke, dass sie auch immer mal wieder mitbekommt, in was für einem Struggle Harry da hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aktiv versucht, sich von Ärger fernzuhalten. Ja, das auf jeden Fall. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da nochmal reinstürzen wollte. Und sie ist einfach auch noch, ist auch noch 12, ja. Später ist sie ja bei der DA auch sofort dabei. Also das ist jetzt weniger ausschlaggebend. Aber ich glaube, sie versucht jetzt wirklich so, ich mache jetzt hier meine Freunde und durch Hermine und ne, kriegt sie auch genug mit. Genau, ich glaube, sie hat einfach einen ganz anderen Fokus gerade. Genau. Und ich finde das auch gut. Ja? Ja, voll. Das braucht sie auch. Ja, genau. Also ich glaube, da hört sie auch wieder gut auf sich selbst und sagt so, nee, was kann ich mir zutrauen und was nicht? Nee, das ist zu viel, ich lass das. Ja. Ja, sie ist auch keine Petze, sie, ne, sie rennt jetzt nicht irgendwo hin und sagt, oh, der Ron und der hier und guck mal und, ne, und ist so ganz hysterisch oder so, sondern sie hat einfach für sich beschlossen, nee, für mich hier nicht. Ja, und trotzdem ist sie ja an den Eckpunkten für ihre Geschwister da. Genau. Also sie ist da, als Ron struggelt mit Krätze und sie ist bestimmt auch da gewesen, als er von Sirius Black angegriffen wurde. So, sie hat bestimmt mehrmals gefragt, ob alles okay ist und bla und sich Sorgen gemacht. Ja, und ja, genau. Also ich glaube schon, dass sie da ist, wenn man sie braucht, aber dass sie eben doch auch jetzt sich um ihr Leben kümmert. Genau. Was ja ihr gutes Recht ist. I love sie it. Sie mischt sich nicht ein. Total. Ich finde es richtig gut. Ja. Am Ende habe ich mir aber gedacht, naja, wie viel hat sie überhaupt mitbekommen? Was erfährt Ginny überhaupt? Weil, dass Sirius fliehen konnte, bevor er vom Dementor geküsst wurde, das bekommen ja irgendwie alle mit. Aber dass er unschuldig war oder ist, das weiß Ginny im Zweifel ja erstmal gar nicht. Weil ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass Ron damit so hausieren geht in seiner Familie. Das ist ja eher so ein Geheimnis von dem Trio und Dumbledore. Mhm. Ja. Das weiß irgendwie keiner. Das finde ich irgendwie verrückt. Dass Ginny da so einfach denkt, Sirius Black ist jetzt ein Gefangener, also ein Sträfling, der auf der Flucht ist. Ein Flüchtiger, ja. Ja. Vielleicht denkt sie aber auch nicht mehr so weit drüber nach. Vielleicht. Ja, aber das wundert mich ein bisschen, weil alle wissen, er ist nach Hogwarts gekommen, wahrscheinlich um irgendwie was mit Harry, ne, bla bla bla. Und dann, dann ist er plötzlich weg und er wurde quasi festgenommen und ist halt geflohen. Und dann, warum sollte man dann Harry in Ruhe lassen? Das ist schon sehr kurios. Aber wir wissen ja auch, dass später der Orden und so auch Bescheid weiß und alles. Also es ist ja, aber erst nach dem vierten Band, ne? Ja, das stimmt da auch. Da kommt ich die weiß Auflösung. Es nicht. Aber es regt sich ja keiner Nö, auf. Natürlich also es nicht. Ist ja, Molly und Arthur sind ja auch nicht, oh mein Gott, Sirius Black ist noch unterwegs. Sondern es sind ja alle so, okay, er ist weg, okay, passt. Ja. Deshalb ist es vielleicht für Ginny auch so, okay, passt. Ja, wahrscheinlich. So wie es in der Wizarding World häufiger mal so ist. Ja, okay, passt so. Aus den Augen, aus dem Sinn, würde ich das ja, sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann ist es ja auch so, dass ihr Bruder und ich glaube Harry und Hermine auch, zumindest ein bisschen, sind die ja alle irgendwie verletzt und landen im Krankenflügel. Und dann habe ich mir auch gedacht, weiß Ginny, warum die im Krankenflügel sind? Warum hat denn ihr Bruder plötzlich ein gebrochenes Bein oder so eine Bisswunde im Bein oder was? Also irgendwie habe ich mich ein bisschen gefragt, und bringt sie ihm eigentlich auch so eine witzige Karte oder hat die nur Harry bekommen? Nein, er hat nur Harry bekommen. Schade. Ja. Und dann kriegt Ron irgendwie noch so eine Eule, so super random, die flattert ihm dann zu und alle aus der Familie akzeptieren es. Und ich meine, Ginny liebt Pig, das wissen wir, aber es ist so, woher kommt der? Warum stellt keiner Fragen? Weil das in der Wizarding World einfach so ist. Okay. Man kann nicht alles Die geben sich, glaube ich, alle immer mit so Wischiwaschi-Antworten zufrieden. Tendenziell klingt das jetzt ja nach recht wenig für dieses Schuljahr, aber ich glaube tatsächlich, dass Ginny in dem Jahr eine ganz große Entwicklung durchmacht und ihre Unsicherheit hat sich durch dieses ganze Dilemma im ersten Schuljahr ja nur verstärkt und ich glaube, dass so langsam immer mehr von ihrer eigentlichen Persönlichkeit herauskommt, beziehungsweise diese Persönlichkeit sich ja auch jetzt erst so richtig entwickelt. Und wir wissen nicht, ob sie je danach gefragt wird, was passiert ist oder wie es ihr genau ging im ersten Schuljahr. Wir gehen ja auch irgendwie nur davon aus, dass die Weasleys, Harry, Ron davon wissen, vielleicht noch Lee Jordan, weil die Zwillinge es ihm erzählt haben, oder Penelope Clearwater, keine Ahnung. We will never know. Aber ich frage mich halt immer, sprechen die mit Ginny drüber? Weil Ron und, also Hermine weiß ich nicht, aber Ron und Harry tun es auf jeden Fall nicht in unserem Beisein. Was ich ja auch immer so dumm finde. Ich verstehe das denke, auch nicht. Harry könnte doch auch mal fragen, der hat doch sonst auch immer
so viele Ideen und so. Er muss ja nicht fragen, okay, Ginny, jetzt erzähl nochmal, wie war das jetzt mit dem Tagebuch und was hat er dir genau geantwortet und geschrieben und wie bist du jetzt in die Kammer gekommen? Sondern er könnte auch erstmal fragen, hey Ginny, wie geht's dir denn? Ja, weil das ist doch auch, Harry hat doch auch, der weiß doch, wie es ist, so viel Päckchen mit sich rumzutragen und wie schwer die Last, die durch Voldemort da einem auferlegt wird, sein kann. Da denke ich mir so, da könnte er doch mal ein bisschen empathisch sein und sich überlegen, ach Mensch, vielleicht kann ich ihr wirklich helfen, vielleicht kann man, weil man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann ist es ja manchmal sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen austauschen kann und vielleicht würde das auch für Harry gut sein. Ja? Aber der Harry ist da ja immer so ein bisschen so, der macht das dann mit sich selbst aus, aber nicht auf so eine coole Art und Weise, sondern so, ja, mich versteht ja eh keiner. Es hat ja eh keiner das durchgemacht, was ich durchgemacht habe, wo ich mir denke, so das, was Ginny da durchgemacht hat in ihrem ersten Schuljahr, kommt ja schon sehr nah an das dran, was auch Harry erleben musste zwangsläufig. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass das, was Ginny erlebt hat, fast schlimmer ist im Allgemeinen gesehen, weil Harry hatte jetzt außer eine Begegnung mit einem dreiköpfigen Hund am Anfang, dann einen Kampf mit einem Troll, dann erst wieder am Ende in der Schlucht da auf der Suche nach dem Stein. Mhm. Sonst hatte der ja eigentlich keine bösen Begegnungen. Und Ginny hatte aber das ganze Jahr über traumatische Erlebnisse. Ja, und genau. Also ich weiß nicht, sie ist aktiv viel schlimmer gewesen. Also weil sie aktiv viel schlimmere Dinge getan hat. Und Harry hat höchstens schlimme Dinge gesehen. Aber er hat nicht mit Blut, also er hatte kein eigenes Blut an den Händen. So, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe immer, dass Hermine einfühlsam ist, wissen wir, ich weiß es eigentlich und dass sie da auf eine sehr taktvolle Art mit Ginny drüber gesprochen hat und ich hoffe oder ich habe irgendwie so ein bisschen die naive Vorstellung, dass Hermine ihr da auch sehr viel im Heilungsprozess in Hogwarts selbst noch geholfen hat. Mhm. Ja. Ich vermute auch, dass Molly ganz viel Post geschrieben hat, aber ich glaube auch nicht, dass das Ginny viel hilft, weil sie jetzt nicht so auf die emotionale Art und Weise Support braucht, sondern eher Halt. So, ich glaube, Halt ist das, was sie braucht und nicht so Tüdelüdelü. Ja, ja, genau. Ich hoffe einfach, dass sie selbst die Möglichkeit hat, alles zu verarbeiten und ich glaube, dass dieses Schuljahr dafür da war. Ich glaube, dass sie nämlich diese Zeit genutzt hat und sie musste sehr viel selbst tun, dass sie eben kein Trauma entwickelt und dass sie alles für sich selbst irgendwie auf eine gesunde Art und Weise übersteht, ohne auch irgendwie verrückt zu werden. Und dass ihr das gelingt, ohne irgendwie so eine professionelle Hilfe von außerhalb, obwohl sie noch so jung ist und sie ja dann doch irgendwie so ein recht unbeschwertes und freies Leben hat, das ist schon irgendwie ziemlich krass, finde ich, und sehr, sehr beeindruckend. Und das ist nichts, was ich jetzt von irgendeinem Menschen erwarten würde, der solche Dinge erlebt. Also total. Da würde ja keiner sagen, du, damit musst du jetzt alleine zurechtkommen mit 12 Jahren oder wie alt auch immer. Das Alter spielt ja gar keine Rolle, sondern in erster Linie würde man immer sagen, man braucht da eine Unterstützung, um durch sowas hinweg oder über sowas hinwegzukommen. Das macht eine Person jetzt nicht stark, dass sie das ohne Hilfe geschafft hat, weil ich finde auch mit Hilfe das zu schaffen ist sehr stark. Aber es ist trotzdem irgendwie, wenn man sich das bewusst macht, was Ginny da leistet, obwohl die schlimme Zeit ja jetzt vorbei ist, aber was sie jetzt trotzdem noch an Arbeit geleistet hat, um das zu verstehen und zu begreifen, was überhaupt alles passiert ist, das ist schon echt, echt heftig. Finde ich auch. Sehr beeindruckend. Ja, und ich meine, wir wissen nie, was in einer Person vorgeht. Aber wenn wir jetzt so die Ginny aus allen Büchern allgemein uns angucken, dann sehen wir ja eine starke, taffe Ginny und keine gebrochene. Und das ist beachtlich, weil sie hat echt sau viel durchgemacht. Und deswegen ist ihr dieses ruhige oder relativ ruhige zweite Schuljahr dann doch auf jeden Fall von Herzen gegönnt. Ja, deshalb würde ich jetzt gerne einen Vergleich ziehen. Und zwar ist sie ein bisschen wie das Schwert von Gryffindor, das nur das aufnimmt, was sie stärkt. Oh ja, das finde ich gut. Nee, sie ist eine Gryffindor und sie heiratet einen echten Gryffindor. Also finde ich, passt das vielleicht ganz gut, weil sie ja auch rote Haare hat und das Schwert hat diese roten Diamanten, Rubine da besetzt. Und dann denke ich mir so, naja, dann ist Ginny jetzt quasi das Schwert von Gryffindor und das passt ja auch zu Harry, denn Harry kann ja auch das Schwert von Gryffindor aus dem Hut zaubern und er heiratet dann später Ginny und habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt, aber ich finde das, ich finde es richtig gar nicht gut, so unpassend. Weil das Schwert ist ja auch so scharf und spitz und so und sie macht auch spitze Bemerkungen und hat einen rasiermesserscharfen Verstand und ist ja auch nicht auf den Mund gefallen, sondern kann auch echt zustoßen, sagen wir mal. Eben, also deshalb, ich finde, das passt ganz gut. Ja. Ich glaube nicht, dass J.K. sich das überlegt hat, aber es passt doch gut. Du hast es dir überlegt und das finde ich noch besser.
Ja, das passiert, das ist einer meiner wenigen Heldenmomente, die ich auch mal habe. Dann habe ich noch eine Eulenpost, die haben wir auf Insta gefunden von Tschmeier. Hey, ich feiere euren Podcast mega und es ist cool, so viele Infos zu bekommen, die man so nie wahrgenommen gewusst hat. Eventuell habe ich ein paar Themen für Schokotratsch, wenn das erwünscht ist. Also zum einen, wieso hat Harry im zweiten Teil Dobby nicht einfach angelogen? Wieso sind die Quidditch-Spieler nach den Spielen mit Mudge etc. voll beschmiert, wenn sie doch nur in der Luft sind? Gute Idee. Warum wollte Dumbledore nie die Kammer des Schreckens besuchen oder erforschen? Eventuell gibt es doch dort eine Bibliothek von Slytherin oder alte Relikte oder so. Weshalb wurde Voldemorts Leichnam in einer Kammer bei der großen Halle zur Ruhe gelegt, statt einfach zu verbrennen oder ein Loch im verbotenen Wald zu werfen? Das sind auf jeden Fall spannende Themen. Das sind wirklich gute Fragen. Für Schokotratsch eignet es sich vielleicht nicht so, aber als Eulenpost auf jeden Fall sehr gut. Die Frage, warum Harry Dobby nicht anlügt, ich glaube, die habe ich mir gefühlt in jeder Situation gestellt, als wir darüber gesprochen haben. Das wäre so einfach gewesen. Vor allem, glaube ich, bei Harry ein Buch, eine Folge 2, weil ich mir so denke, er hätte einfach sagen können, ja okay, Dobby, ich gehe nicht nach Hogwarts und jetzt lass den Kuchen in Ruhe. Ja, genau. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber im Zweifel hätte Dobby das ja rausgefunden, weil ich dachte, Harry, okay, bringt nichts zu lügen, weil dann kommt er nächste Woche und hat halt herausgefunden. Oder bringt mich in Hogwarts rum oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich wäre es auch so. Ja, klar. Da hätte er sich nur die Situation bei den Dursleys gespart. Ja. Was natürlich vielleicht auch gut gewesen wäre, wegen der Nerven und all diesem ganzen Trara mit dem Ministerium. Aber okay. Das stimmt. Wieso sind die Quidditch-Spieler nach den Spielen mit Mudge etc. voll beschmiert, wenn sie doch nur in der Luft sind? Ja. Sind sie das? Also ich weiß, dass es halt oft regnet und schlechtes Wetter ist und sie deswegen halt einfach durchnässt sind und so. Genau. Aber so tendenziell habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie nach jedem Quidditch-Spiel... Obwohl doch, manchmal wird so gesagt, die stapfen so durchs Schloss und sind halt voll mit Schmatsch. Aber ich glaube, das ist dann auch wirklich, weil es halt schlechtes Wetter ist und die dann halt einfach auch nass sind. Vielleicht ist es auch so, dass gerade Jäger manchmal sehr nah am Boden vorbei fliegen. Und wenn der eine so hinter dem anderen herfliegt durch die Luft, die so am Boden den Matsch aufwirbelt. Aber welchen Matsch? Ist es nicht eigentlich Gras? Ja, aber manchmal entstehen ja so Pfützen. Ja, also ich weiß, dass die immer Ärger... werfen auch die Slytherins mit Schmatsch, keine Ahnung. Es wird halt ganz oft gesagt, dass Filch so wütend ist, wenn das da so matschig ist. Ja, ich glaube, genau. Das ist darauf bezogen, dass die halt einfach nass sind nach übers Gras gehen genau, und das an den Füßen haben. Wahrscheinlich auch der Weg zum Schloss, das ist ja jetzt nicht asphaltiert, sondern du gehst dann mit deinen nassen Quidditch-Sachen über das Gelände und nimmst natürlich alles mit, was du quasi erwischt. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ja, warum wollte Dumbledore nie in die Kammer des Schreckens, um sie weiter zu durchforschen? Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Vielleicht hat er das ja gemacht. Aber wie ohne Harrys Hilfe? Ja, ach so, stimmt. Wobei, wenn er weiß, wo die ist, wir wissen ja, dass er selber so ein bisschen ein, zwei Wörter parseln kann. Vielleicht hat er es ja geschafft, die Kammer zu öffnen und hat sich dann da umgesehen. Ja. Einfach auch, um sich die Geschichte nochmal bestätigen zu lassen, weil da unten liegt ja die Leiche des Basilisken dann. Ja. Ich glaube, er hat es gemacht und wir haben es einfach nur nie erfahren. Naja, dass Dumbledore viele Geheimnisse hat und viele Dinge einfach macht, ohne irgendwen zu informieren, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja. Deshalb ist das wahrscheinlich so, wie du sagst. Ja. Ja, andererseits frage ich mich, warum hat man dann den Raum nicht irgendwie auf eine positive Art und Weise nochmal genutzt? Weil als Ron und Hermine zurückkehren, um die Basiliskenfangzähne zu holen, liegt da ja immer noch die Leiche rum. Unbewegt, ne? Ja, genau. Und dann denke ich mir so, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Friedhof da, das Schloss. Also kann man das nicht irgendwie, naja, Dumbledore. Ist ja auch, so Verwesung ist ja auch nicht so toll, ne? Muss man auch dazu sagen. Dadurch, dass Dumbledore ja gecheckt hat, dass der Basiliskenzahn fähig war, einen Horcrux zu zerstören, spätestens in dem Moment hätte er sich alle Zähne immer nehmen können. Ja. Aber weiß man nicht, dass Basiliskengift viele Dinge zerstören kann? Wäre es nicht sowieso eine Überlegung schon vorher von Dumbledore hätte sein können? Das meine ich ja. Er hätte die direkt mitnehmen müssen. Warum? Ja, genau. Und einsammeln. Und verkaufen. Was verkaufen? Der hätte einfach Harrys schon einfach machen müssen. Hier, weil du den Basilisken damals zerstört hast, bekommst du von mir einen zweiten Basiliskenzahn als Kettenanhänger. Ja, zum Beispiel so für schlechte Zeiten. Anstatt das Schwert versuchen zu vermachen, weil das klappt ja nicht. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht wäre wohl so ein Basiliskenzahn ist bestimmt so ein auf dem Schwarzmarkt hochgehandeltes, ja, also illegales ja Ding. Verkaufen. Aber das kannst du wahrscheinlich nicht einfach so vermachen einem Schüler, der quasi gerade erst volljährig wird. Aber hätte er nicht so einen Babyzahn vom Basilisken in den Schnatz tun so können? So Milchzahn.
Muss ja nicht so ein Riesenzahn ich sein. Ich weiß es nicht. Es ist kurios. Oder hätte man das nicht in den Hut machen können? Also ich bin dafür, dass Dumbledore auf jeden Fall in der Kammer war. Und warum er da nicht irgendwie intelligenter umgegangen ist mit den Dingen da drin, das frage ich mich auch. Weil es ein alter Mann ist und auch der Probleme mit dem Gehirn hat manchmal. Vielleicht beschäftigen wir uns damit nochmal in ein Buch, eine Folge über Dumbledore. Denn Dumbledore ist fehlbar, das wissen wir. Das stimmt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Weshalb wurde Voldemorts Leichnam in einer Kammer bei der großen Halle zur Ruhe gelegt, statt einfach zu verbrennen oder ein Loch im verbotenen Wald zu buddeln? Ja, es ist, glaube ich, gar nicht eine dauerhafte Lösung gewesen, sondern die haben einfach nur die Leiche da aufbewahrt während der Schlacht oder kurz nach der Schlacht, bis sie erstmal selber auf alles klarkam. Ich glaube schon, dass die Leiche als Beweismittel erstmal genutzt wurde. Hier war Voldemort und er ist tot für alle Ministeriumsleute, die nicht anwesend waren. Macht ja Sinn, ne? Und ja, ich glaube schon, dass er dann auf irgendeine andere Art und Weise, ich will jetzt nicht sagen entsorgt, aber beerdigt oder was auch immer wurde, ob er jetzt verbrannt wurde oder was weiß ich, das können wir ja nicht wissen. Ich glaube auch nicht, dass das im verbotenen Wald passiert ist, sondern wahrscheinlich schon auf irgendeinem Friedhof oder so. Ja. Keine richtige Beerdigung mit so einer Veranstaltung, nee, oder so, um Gottes Willen. Aber so ganz unwürdig werden sie es auch nicht gemacht haben, weil warum sollten sie auch? Aber der wird auch nicht in Hogwarts liegen bleiben. Also ich glaube, die Frage, nein, ist jetzt eher so verstanden worden, warum er jetzt da in Hogwarts zur Ruhe gelegt wird. Ich glaube nicht, dass das passiert, sondern der wird dann nur gelagert, bis da eine Lösung gefunden wurde. Ja. Wurde dann wahrscheinlich genauso abtransportiert wie die restlichen Leichen, ne? Also genau. Aber nichtsdestotrotz sehr interessante Fragen. Ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon durch mit dieser etwas kürzeren Folge. Wir starten in die Sommerpause, meine lieben Zuhörer. Wir sind ab dem 24.07. wieder zurück. Erreichbar sind wir weiterhin natürlich über Instagram und YouTube. Dann werden da mal reinschauen. Genau, vielleicht schaffen wir es, ein paar Urlaubseindrücke zu euch zu vermitteln. Ja, und ansonsten hört auf jeden Fall in unsere alten Folgen rein. Genau. Schreibt uns auch mal gerne, welche eure Lieblingsfolgen sind. Vielleicht habt ihr ein paar Empfehlungen für andere treue Hörer. Genau. Wir hoffen, ihr könnt ansonsten die Sommerzeit genauso genießen wie wir. Genau. Und dann hören wir uns ja auch schon bald wieder. Vergesst nicht, dass wir limitierte Artikel in unserem Merch-Shop haben. Genau. Vor allem haben wir jetzt ja auch Kindergrößen, und zwar die zwei limitierten T-Shirts mit der Monstera und der kleinen Blume. Die wird es nicht mehr allzu lange geben. Also, falls ihr interessiert seid an diesen Motiven und auch an Kindergrößen, schaut auf jeden Fall nochmal im Merch-Shop vorbei. Den findet ihr auch unten in der Folgenbeschreibung. Genau. Und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer und wir freuen uns auf Ende Juli. Da sind wir wieder zurück. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Bei dem Besuch in Ägypten, wo sie ja Bill besuchen, da... Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich lese jetzt einfach vor, was hier steht. Bitte. Sind wir nicht alle ein bisschen Fleur? Ich weiß nicht. Baguette? Ja. Das ist wieder so klischeehaft. Naja. Genau. Und ist einfach auch sehr zufrieden dann. Zufrieden, genau. Sie ist sehr zufrieden in diesem Moment. Sie ist so der Glücklichste. Nein. Aber es ist so ein Blitz. Feuer. Ja, so ein Blitz. Verbring. Manchmal hat der Nigen bringt so manchmal einen Floh mit. Ja, die sind auch fies. Und da bin ich auch erstmal alles waschen. Es ist total übertrieben, meine Reaktion. Meine Mutter lacht mich jedes Mal aus, weil die meinte, nur weil du einen Floh gesehen hast, heißt es das nicht, dass du den ganzen Grund von Grund auf dein Haus putzen musst. Aber dann kribbelt es mir überall. Dann habe ich plötzlich aber auch, das ist ganz komisch, ich habe dann Stiche. Ich weiß nicht, ob mein Körper dann sagt, so, ich lasse jetzt hier mal welche. Ja, wahrscheinlich. Also, wie soll das denn passieren? Geil. Kurz und knackig. Ja. Ja, tendenziell. Wie eine Wiener Wurst. Okay. Gefällt mir gut, dass das jetzt hier auf Tape ist. Nee, hier, auf Band. Auf Tape. Dann habe ich noch eine Insta... Was?